wie viel Autos wollen wir denn später mal haben? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir gucken uns an, wie viele Autos wollen wir haben, wie viel Lithium brauchen wir dafür. So. Und ich würde mal sagen, die Maximalbevölkerungszahl dürfte auf der Erde sich irgendwo so auf die 10 Milliarden bewegen. Und ein guter Schnitt ist, zwei Menschen teilen sich ein Auto. Denn jeder Mensch auf der Welt soll den gleichen Wohlstand haben. Egal, ob der nun in China fährt oder bei uns. Und da kommen immer die Nationalen dann her und sagen, nein, die dürfen da nicht so viele Kinder haben. Die dürfen auf keinen Fall auf den Wohlstand kommen wie wir. Wenn die alle so viel CO2 ausstoßen würden wie wir, wäre ja die reizte Katastrophe. Nein, denen steht es genauso menschlich zu, die gleichen Segen der Technik und des schönen Lebens zu haben wie wir. Punkt. Alles andere ist ausländerfeindlich. Rassistisch. So, 5 Milliarden PKWs, das ist mal eine Ansage, ne? Das ist mal eine Zahl, freut sich jede Industrie drüber. Ne? Dann brauchen wir dafür mit dem heutigen Stand von diesen 10 Kilogramm pro Tesla und 3 Kilogramm pro Kleinwagen so 15 bis 50 Millionen Tonnen Lithium. So, ist das viel, ist das wenig? Muss man gucken, wie viel gibt es denn? Ne? So, da gibt es jetzt wieder die totalen Unwägbarkeiten. Wie viel hat man denn gefunden? Ne? Wie viel soll denn da sein? Ne? Auf der anderen Seite ist die Frage, wie kommt man an dieses Lithium ran? Ne? Ist es einfach zu bergen oder ist es schwierig zu bergen? Es gibt Primärlagerstätten, es gibt Sekundärlagerstätten, das sind typischerweise die Salzseen, wo nämlich im Prinzip das im Wasser gelöste Lithium dann im Salzsee eintrocknet und sich dann dort anreichert. Dann kriegt man es leichter raus, weil im Prinzip die ganze Sonne schon die Verdampfungsarbeit gemacht hat. Ne? So, und jetzt gibt es eine Vermutung aus dem Jahr 2012, wo Geologen und so weiter da die Sache zusammengetragen haben. Und da schätzt man auf 20 bis 55 Millionen Tonnen. Jo, keine schlechte Zahl. Passt ja mit dem Bedarf, den wir haben, relativ gut zusammen. Ne? Und ja, aber die Autos gehen doch kaputt. Ja, dann wird das Lithium selbstverständlich recycelt. So wie das mit den Bleiakkumulatoren heute auch gemacht wird. So wie beim Schrott, beim PKW. Beste Eisenquelle, die wir kennen, ist der Schrott. Drum wird der zu 99% gesammelt.